Hallo zurück zur neuen Folge Hogwarts Legacy. Ja, im letzten Teil haben wir so ein bisschen die Gegend erkundet von der Westküste. Also von dem ganzen Stück hier. Hier sind einige Sachen, die wir noch finden müssen. Das ist krass. Ich wollte jetzt weitermachen mit der Quest von Sebastian. Nö, dich wollte ich nicht. Dich wollte ich. Dich da wollte ich. Genau. So, Himmel ist keine Grenzen. Und wo haben wir es denn? Im Schatten des Berges? Ja. Das ist eine Hauptquest. Da werden wir uns mal weiter mit, ja, auseinandersetzen. Denn ich habe gemerkt, den Weg, den wir zuletzt gegangen sind, der da hochführt zu dem letzten ein schmackhafter Pilztopf hätte erst was. Der führt uns nämlich auch den gleichen Weg entlang, wo wahrscheinlich Sebastian uns lang scheuchen wird. Gehe ich mal von aus. Denn er wartet hier unten auf uns, beziehungsweise wartet noch nicht. Er wird hier unten gleich auf uns warten. Wir warten mal auf ihn. Ah, ist wieder dunkel. Wie schön. Wirklich äußerst unangenehm hier. Hi, Sebastian. Ich habe die Eule bekommen. Danke. Schön, dich zu sehen. Ich habe Scharen von Renrocks Anhängern von der Küste kommen sehen. Einer sagte, sie wollten zu einer anderen Höhle, wie die, die wir gefunden haben. Wieso sind sie uns immer voraus? Sie wissen unmöglich vom Triptychon. Ich weiß es nicht. Ich habe noch eine Erinnerung gesehen. Von einer Hüterin namens Neve Fitzgerald. Sie war verunsichert von Isidoras Gebrauch der alten Magie. Aber ich weiß immer noch nicht, wie das alles mit Renrock zusammenhängt. Diese Hüter treiben sicher nur Spielchen mit dir. Du musst mehr Informationen verlangen. So funktioniert das nicht. Um Zugang zu einer Erinnerung zu erhalten, muss ich eine Prüfung bestehen. Das ist nicht so einfach. Sie zeigen mir die Erinnerungen in einer Reihenfolge. Sie... Entweder vertrauen sie dir nicht oder du mir nicht. Interessiert Anslight dich überhaupt? Aber natürlich, Sebastian. Wir sind schon so weit gekommen. Lass dich nicht von deinem Frust überwältigen. Gut, ich füge mich deinen Hüterfreunden. Fürs Erste. Und widerwillig. Wir haben keine Wahl. Also, schauen wir, warum das Triptychon uns herführte? Na los, ja, schnell, ehe man uns bemerkt. Es führt nämlich Pass genau auf, dahin. Ich sah, wie ein paar von Renrocks Leuten da vorne den Weg verließen. Warum wohl? Raubzüge, schätze ich. Dieser Berg diente zum Schutz der Wertsachen der Dörfer. Er ist jedoch verlassen, seit Renrock die Küste erobert hat. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen. Petrificus Totalus! Kommt mir vor, als wären es schon... Ist jemand? Hallo? Ja, ja, ist okay. Sammle ich mal eure Wertsachen. Dann gehen wir mal hier hoch, weil das dürfte nämlich eigentlich der Weg sein, den wir sowieso gegangen sind. Da oben sind Testrale. Manche halten sie für ein schlechtes Omen. Nicht unbedingt. Sag ich das. Das weiß ich. Na gut. Ich mache nur Konversation. Ich will diesen Berg nicht schweigend hinaufwandern. Ja, genau, was ich mir gedacht habe. Das ist nämlich tatsächlich der Weg, den wir hier so oder so gegangen wären. Das heißt, wir können da nämlich vorteilhafterweise auch die Quest mitnehmen. Ach, jetzt weiß ich, was da oben das ist. Das Testralnest muss in der Nähe sein. Ja, das Testralnest ist auch in der Nähe. Ist schön, dass Incentium. Es zu ist. Hallo? Ganz leise. So, welche haben wir denn da? Es tut mir leid, dass wir beide Testrale sehen.
Das ist sicherlich keine Gemeinsamkeit, die ich mir erhofft hatte. Also wenn die jetzt abhauen, ist mir jetzt egal. Ich will hier hoch, weil hier dürfte... Aber lustigerweise, dass jetzt das wieder zu ist, obwohl ich hier eben gerade vor einigen Minuten noch war mit der anderen Aufnahme. So, der müsste eigentlich dann... Ja, da ist der. Machen wir den noch schnell hier oben, wenn wir schon hier sind. Okay, ist weiter raus, stimmt's? Ne, wir sind schon sehr weit raus. Oh, ich glaube, ich hab's schon. Der große Hund! Sehr schön, haben wir auch. Super, dann können wir hier auch weitergehen. Keine Sorge, Sebastian, das war nur kurz, kann ich hier runter? Ne, doch. Ja, geht doch. Müssen wir nämlich nicht den ganzen Weg da runter gehen zu den Strahlen. So, ich bin mal gespannt. Alle Eindringlinge. Da sind sie. Los geht's. Warte, wir brauchen einen Plan. Ich habe genug von Plänen. Oh Mann. Ja, ich dich auch. Confringo! Levioso! Ich werde... Fontano! Imperium! Siliam! Wir sind hier! Levioso! Confringo! Bombarda! Kurzio! Wir hatten es nicht anders verdient. Ja, ja, aber du hättest es nicht so drauf ankommen lassen müssen. Was hast du dir dabei gedacht? Ich dachte an tote Kobolde. Du hättest uns umbringen können. Habe ich aber nicht. Na, nee, hast du nicht. Anscheinend wollten Renrocks Anhänger weiter Revelio. Den Weg hinauf. Los, gehen wir weiter. Okay, das haben wir. Zum Glück hatten wir ja schon das Lager vorher aufgeräumt gehabt. Da hatte ich noch was. Ich würde die gern, die Sachen müssen wir auch noch mitnehmen. Gewesen, die ich da gesehen habe, ne? Ja. Revelio. Da ist noch was. Hallo. Toll, kann ich nicht nehmen. Danke. Den können wir noch nehmen. Gut, dann gehen wir mal ein Stück weiter. Jetzt hat natürlich das uns doch ein bisschen Energie gekostet. Eine alte Magie. Renrock wird sich an allen rächen. Alles aus Kobaltsilber gehört uns. Ob es nun ein Schwert ist oder ein Behältnis, was immer das ist. Hast du den Kobalt gehört? Was für lächerliche Besitzvorstellungen. Was sind die denn? Weißt du was? Kozio! Okay. Der ist da runtergefallen. Da renne ich jetzt nicht hinterher.
Revelio. Oh, interessant. Bombarda. Oh, diese blöden Lumos. Hier. Lumos. Ah ja, zwei Hühner. Richten wir hier hinzu vom Basilisken ins Bitte werden. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Hühner keine Frei von Kröten sind und denken Sie daran, dass die Strafe für solche Hühner. Fragen, wenn Sie sich bitte. Hat da echt einer versucht, einen Basilisken zu züchten? Ernsthaft jetzt? Lumos. Lumos. Ah ja. Ja, die Hühner sitzen noch hier drin. Die sind aber auch nicht wirklich ängstlich. Sag mal, ich hab doch Lumos an. Könntest du dich mal verkrümmeln, danke. So, was haben wir denn hier Schönes? Jetzt werden wir bestimmt hier irgendwo... Rebellio. Okay, da werden wir wahrscheinlich später runterrutschen. Guter Zauberer. Renrock hat das kapiert. Und ich gebe mir alle Mühe, ihn in dieser Hinsicht zu unterstützen. Mhm. So, überlass das bitte mir, ja? Fast alle in meiner Familie haben mal in den Minen geschuftet. Wer ist da? Ist da jemand? Kommen die da an den Rand? So wie es scheint, ja. Schade. Schon erledigt. Das muss Revelio. Sebastian, warte. Warten. Worauf? Oh, Sebastian. Wieso bist du plötzlich so zaghaft? Hör zu. Ich weiß, dass du wütend und frustriert bist. Aber jetzt einfach vorzupreschen, könnte alles zunichte machen. Lodgok meinte... Ach, dein Koboldfreund. Hör auf. Nicht alle Kobolde sind wie Renrock. Ich bin nicht dein Feind. Wir wollen dasselbe. Antworten finden. Ich dachte auch, wir hätten dasselbe Ziel. Haben wir auch. Hör zu. Lodgok weiß viel mehr über Renrock als wir. Er meinte, dass Renrock offenbar von den Hütern weiß und nach allem sucht, was mit ihnen in Verbindung steht. Darum scheinen sie uns immer einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, was ich tue. Du musst mir vertrauen. Sonst können wir nicht gemeinsam weitermachen. Ja, schon gut. Tut mir leid. Meine Gefühle überwältigen mich wohl. Schon seit einer ganzen Weile. Ich vertraue dir wirklich. Und ohne dich kann ich Anne nicht helfen. Gut. Renrock weiß eindeutig mehr, als wir dachten. Wir müssen vorsichtig sein und dürfen nicht einfach losstürmen. Wir haben viel Arbeit vor uns. Wir müssen zusammenarbeiten, um das letzte Stück des Triptychons zu finden. In Ordnung. Revelio. Ja, Sebastian wird halt ungeduldig. So, wir haben den auch freigeschaltet. Was liegt denn hier noch alles rum? Läuft. Okay, hier geht's weiter. Das wird wahrscheinlich ein... Ja. Okay. Ich würde gern jetzt ab diesem Punkt, da wir ja hier im Endeffekt weitergekommen sind, mal meinen... Ich denke mal, das müsste kein Problem sein. Mal meine Vorräte auffüllen. Nein, wir können nicht porten. Ah! Okay, wir können nicht, weil wir in der Quest stecken. Na gut, dann ist es halt so. Dann ist es halt so. Wir haben ja noch 9 Kaukohl. Dazu haben wir noch eine Menge Alraunen. Wir haben die
Venomosa. Gut, dann schauen wir mal weiter, wie es weitergeht. Jetzt bin ich mal gespannt. Revelio. Ich habe das Gefühl, dass wir hier unseren letzten Zauber bekommen. Soweit, so gut. Charmant. Spinn. Wie passend. Kurzio. Okay, die haben wir auch erledigt. Revelio. Interessant. Bombarda. Contringo. Imperium. Levioso. Cozio. Okay, die ist okay. Ach, wie schön. Contringo. Bombarda. Aua. Expelliam. Curzio. Pompada. Expelliam. Potego. Nerviges Viech. Komm, lass mich los. Sehr schön. Nächster Level. Spinnenfangzahn. So, aber ich möchte gerne jetzt dahin. Du bist schon auf dem Weg, sonst hast du... Hätte es selbst fast nicht besser gekonnt. Ach, da hätten wir den ausweichen können, oder wie? Nee, hier ist irgendwas. Okay, was ist hier? Nichts. Nur Gold. Warte mal, da oben ist da auch noch was. Achso. Nee, hier geht's. Revelio. Diese Spinnen wollen uns unbedingt verspeisen. Wir werden sicher schmackhafter als Kobold essen. Schon ein bisschen schneller. Das ist doch eine Kiste, ich wusste es doch. Komm, schneller schwimmen. Leider nicht das, was ich gerne hätte. Hier wird bestimmt noch ein... Ach ja, hier kommen die nächsten Spinnen. Da. Okay, das war's. Nervige kleine Biester, nicht wahr? Mhm. Aber wenn die Spinnenfangzähne echt praktisch sind. Revelio. Schade, dass es kein Zauber gibt, um alles einzusammeln. Revelio. Was ist das? Sieht so aus. Okay, da runter.
Oh, cool. Eine Treppe hierher? Wozu das denn? Ich glaube, hier war schon ewig niemand mehr. Okay, die Truhe können wir ja nicht nutzen. Wir haben ja die Tränke erlaubt. Incendio! Rebellion! Bombarda! Rebellion! Rebellion! So ein dummes Sieh dir das an. Gefühl. Nicht wirklich mein Stil. Zu übertrieben, dass wenn du mich fragst. Dass wir hier eine große Spinne wieder haben. Das heißt, wir werden wahrscheinlich wieder Kaukohl nutzen müssen. Ja. Okay, dann mal auf in den Kampf. Ja, wusste ich's doch, da kommen die Spinnen. Descendo con Gringo. Die Höhle kann nicht die einzige Herausforderung gewesen sein. Vielleicht sollten wir nach Runen suchen. Doch ist nicht, da ist noch irgendwas. Solche Runen haben wir doch schon mal gesehen. Rebellion. Ach, die da. Okay. Ich will aber erstmal aufsammeln, was wir hier haben. Bevor wir jetzt weitermachen. Ich glaube, da hinten ist das, was ich gerne hätte. Incendio! All die Truhen. Ist das Glück oder Instinkt? Ja! Wir haben die Einhornstatue. Endlich! Also hier warst du versteckt. Rebellion. Okay, Ach, da ist Spinnenweben davor. Kein Wunder, ich den nicht. Incendio. Ich vermute, wir brauchen alle drei Runensymbole, um die Tür Echt zu öffnen. Jetzt? Endlich können wir hier raus. Ich bin mir zu sicher. Rebellion. Ich habe immer noch so ein dumpfes Gefühl, dass hier was ist. Verfeinert habe und so schönes. Nein, das ist etwas anderes, würde ich an Erinnerung entfernen, aber der Magen gehört. Auch das Leidensschlüssel des Schmerzes gleich in mein Herz. Okay. Sebastian, ein Tagebucheintrag. Wir sollten nach weiteren suchen. Warum konnte sie ihre Einträge nicht an einem Ort verstauen? Gut zu wissen. Rebellion. Oh mein Gott. Ja, Point of No Return. Oh. Ach nee.
noch schlimmer. Nichts bringt okay, Freunde zusammen wie ein wütender Troll. Aber schön, dass du hier nicht verschwunden bist. Schön, dass du angezeigt wirst, ob du hier wärst, Spinnchen. Revelio. Okay, hier ist was. Bombarda. So eine Truhe, da werden wir auf jeden Fall noch hingehen. Revelio. Ja, das müssen wir noch wegmachen, wahrscheinlich. Und hier wird es nicht weitergehen. Nee, wird es nicht. Aha. Incendio. Dieser Troll hat wirklich ein Chaos angerichtet. Überall Trümmer. Naja. Wird das was bringen, wenn ich hier Taro anwende? Reparo. Oh, tatsächlich. Okay. Revelio. Reparo. Das war ja harte Arbeit. Mehr als das. War der richtige Riecher. Revelio. Hier fliegt irgendwas. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Von meinem Vater nach allen Jahren zu helfen. Seine Stimme wieder zu hören. Ich kann gar nicht in Worte fassen. Ich muss gestehen, dass mich die Reaktion der Hüter überrascht hat. Oh,
sprechen müssen. Wir erreichen den Vorsprung nicht, egal wie hoch wir springen. Und wenn das so viel gut ist mit mir. Gut. Ich habe Maßen, mir vorzuschreiben, was ich zu tun zu lassen habe. Sie alle sind so unverfroren, über meine Worte zu Werk zu urteilen. Und mich verhindern, was ich da geschaffen habe. Jedoch noch eine Hoffnung. Die Schulleiterin scheint begriffen zu haben, was ich tue. Wenn die Zeit reif ist, will ich zu ihr gehen. Vielleicht ist sie fähig und gewillt, mir zu helfen. Okay, das wird interessant. Hast du was gefunden? Rebellion, ein Tagebucheintrag. Isadora war hier. So, wir brauchen wir was Stabiles zum Draufstehen. Accio! Wingardium Leviosa! Also was gesagt, Sebastian? Okay, wo geht's? Revelio! Ist eigentlich egal, wo ich lang gehe, oder? Für beides. Nach all den Stufen bin ich ganz schön außer Atem, nein, aber dieser Anblick nicht beides. War es wert. Okay, es wird nicht beides hier. Hey, ist noch drüben was. Wo geht das hier hin? Hier ist was. Ah, nur das. Schade. Doch nicht so viel. So, dann gehen wir hier hin. Revelio. Da oben sind wieder. What the? Autsch. Okay, hier kommen wir da so nicht weiter. Hier müssen wir anders weiter. Oh ne, jetzt ist das Ding hier wieder weg. Accio! Wingardium Leviosa! Wahrscheinlich rechnen die damit nicht, dass man da runterspringt. Sebastian, du hättest oben bleiben können, ja? Wir müssen da irgendwie anders da weiter. Hier muss noch irgendwo einer sein. Revelio. Über uns. Okay, weil hier kommen wir definitiv nicht weiter. Da ist einer. Da ist einer. Bus Nummer 3. Warte. Revelio. Nur die 2? Ja, hoffentlich. So. Nee. Revelio. Fehlt noch einer. Fehlt noch einer. Wo zum Geier ist Nummer 3? Komme ich doch nie im Leben so schnell da. Hä? Wie komme ich denn da hoch? Revelio. Da ist einer, da ist einer. Aber mal. Da kommen wir weiter, sehe ich gerade. Da kommt man weiter. Noch eine Barriere. Wenn sie bestimmt durchbrechen. Ja, ja, wir müssen das noch. Kann keine Sackgasse sein. Über uns muss noch eine Ebene sein. Täglich zu so viel schnell. Meine selbst in gewisser Weise bestätigt, dass ich das richtig tue. Jedes Mal, wenn ich auch noch einen Hauch von diesem Nebel einatme, spüre ich, wie mächtig ich werde. Mut belohnt, aber dafür, dass ich die Magie bestimmt ist. Ich muss zu lagern, was ich in diesem Moment nicht nutzen kann. Ich verstehe seine Macht noch nicht vollkommen und ich will nichts ihm zuhören lassen. Risiko. Okay, jetzt müssen wir. Gute Nachricht? Es klingt eher beunruhigend. Revelio. Bombarda. Ah, hätte es selbst fast nicht besser gekonnt.
Incendium. Okay. Revelio. Dieser Ort kann doch nicht nur Isadora gehört haben. Noch eine Rune. Eigentlich müsste ich jetzt schon fließend runisch können. Bombarda! Okay, das wird jetzt richtig fies. Wobei jetzt... Revelio. Eine ist da. Sebastian, es wäre schön, wenn du aus dem Weg gehen würdest. Hat das gereicht? Nee, hat's nicht. Okay, ich muss die zuerst anschießen und dann die andere. Am langsamsten. Sebastian, dass du mir im Weg stehst, bringt nämlich gar nichts. Geschafft. Revelio. Ich hab da unten irgendwas übersehen, sehe ich gerade. Okay, gehen wir nochmal zurück. Es ist nichts Relevantes. Aber ich würde... Ah, ne. Ja, komm, scheiß drauf. Es ist keine Truhe, es ist nichts Wichtiges. Wir haben die Einon-Statue, das ist schon mal cool. So, okay. Ein weiterer von Revelio. Da ist die Isadora muss hier mit alter Magie geübt haben. Ja, so täusch nicht. Schön, er weigert sich mir zu helfen. Ist eben so, Jana. Blind für die Möglichkeiten, die sich in dem Fall noch nicht tue. Ich habe nur erkannt, dass ich mich. Heute bin ich ein mächtiger Hexer, als ich das hier zuvor. Und das habe ich ja, ja so lang. Ja, ja, wie das so lang. Es wird, dass ich manchmal zweifle. Ich trost den Herrn, dass ich ihnen einen Pfad gebend habe, den sie Pfad, den sie lernen können. Es ging es ihnen so zu verbringen. Okay. Revelio! Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Ein weiterer Durchgang alter Magie zur Krypta. Hier muss sich das letzte Triptychon-Teil befinden. Ah, es wird da hinten in der Truhe drin sein. Das letzte Stück für das Triptychon. Wir haben es geschafft. Hätte Isadora all das nur offenbaren können. Die Erinnerungen, die ich sah, zeigten, dass die Hüter und Isadora bezüglich der Nutzung alter Magie nicht einer Meinung waren. Aber ich verstehe nicht, warum sie sich so viel Mühe gegeben hat, ihre Geschichte ohne deren Wissen zu erzählen. Könntest du nur ihre Erinnerungen sehen? Das wünschte ich auch. Wenn wir das Triptychon vollenden, sehen wir vielleicht mehr. Revelio. Okay, wir müssen den magischen Gang nutzen. Da bin ich mal gespannt. Dann gehen wir in die Krypta zurück. Soweit alles gefunden, was wir zu finden gehofft haben. War gut, dass ich Sebastian mitgenommen habe, dass ich die Quest in der letzten Folge hier nicht weiter verfolgt habe, den Weg. Dass uns das Triptychon auf diese Reise geschickt hat? Mhm. Das ist es. Spann mich nicht auf die Folter. Na los, mach schon. Ha. Noch ein Denkarium. Danach haben wir gesucht. Ich frag mich... Was ist denn? Finden wir es raus. Oh, Sebastian kommt mit.
Meinen Bruder kann ich nicht zurückbringen. Aber dir kann ich Frieden geben. Hier, setzen Sie sich. Isidora, wir würden zu gern alle erfahren. Es geht los. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Vater, das sind meine Kollegen von Hogwarts. Vater spricht nicht mehr seit dem Tod meines Bruders. Auf meinen Reisen konnte ich meine Vermutungen bestätigen. Es liegt in unserer Kraft, Schmerzen zu nehmen. Isidora. Was haben Sie getan? Ich habe ihn befreit. Danke. Hat's geklappt? Ja, das hat es. Wie zu erwarten, bei Koboldsilber. Ich brauche etwas Größeres. Na gut. Es wäre hilfreich zu wissen, was darin aufbewahrt werden soll. Magie. Von meinem Zauber, um Menschen den Schmerz zu nehmen. Doch richtig angewandt, kann ihre Macht noch so viel mehr Gutes tun. Wieso willst du so eine Magie wegsperren? Ich muss sie nur sicher verwahren, bis ich meine Kollegen von ihrem Nutzen überzeugen kann. Solcher Macht misstrauen manche. Nicht jeder ist bereit, solche Macht zu nutzen. Vielleicht. Aber jemand muss es sein. Sie hat den Schmerz genommen. Ich wusste es. Ich wusste, es gibt einen Weg, Anne zu helfen. Hier stimmt was nicht, Sebastian. Was meinst du? Du hast gesehen, was sie getan hat. Nein, nicht die Erinnerung, das Porträt. Ich denke, Isidora ist nicht erschienen, weil sie es nicht kann. Verstehe ich nicht. Wir haben das schon mal gesehen. Das verlassene Haus in Feldcroft, das zerstörte Bild, das war sie. Also hat irgendjemand eine verzauberte Leinwand zerstört. Doch, wir haben die Erinnerung. Ja. Ja, du hast recht. Wir haben gesehen, was sie wollte, wozu sie fähig ist, wozu du fähig bist. Ich weiß nicht, wie Isidora das gemacht hat. Dann lernst du es. Die Hüter bringen es dir bei. Das würden sie bestimmt nicht tun. Die Hüter glauben, dass das Beseitigen der Fähigkeit, Schmerz zu fühlen, eine sehr komplizierte, unvorhersehbare Form der Magie ist. Eine, die nur sehr vorsichtig genutzt werden sollte. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt? Du hast all ihre Prüfungen erfolgreich bestanden. Du hast dich mehr als bewiesen. Du schaffst das. Du bist bereit dafür. Bitte. Sprich mit den Hütern. Wenn nicht für mich, dann für Anne. Warum wollten die Hüter Isidora zum Schweigen bringen? Warum ihr Porträt zerstören? Ja, das ist eine gute Frage. So ganz unbegründet ist das nicht. Warum wurde das Porträt zerstört? Warum ist sie nicht im Porträt?
von Renrocks Bohren in einer Mine an der Küste gefunden. Ich will ihn zerstören. Ich habe es satt, mit ihm zu diskutieren. Sie können mich gerne begleiten. Wenn ich Sie dort nicht antreffe, melde ich mich, wenn ich zurückkehre. Ich habe etwas für Sie. Lodgok ahnt gar nicht, in was für große Gefahr er sich begibt. Ich sollte ihn finden. Ja. Okay, wir haben den Protego. Oh, noch mehr freigeschaltet. Interessant. Was haben wir denn noch freigeschaltet? Ne, da haben wir noch nicht. Oh, ging ja. Sehr schön. Das ist der nächste. Gut, hier gibt es nur die Mäntel. Hier müssen wir Sumpfkrattler noch 6 Stück erledigen. Ja, ich weiß nicht. Also, so eine gute Idee ist es, glaube ich, nicht. Da die Hüter mit reinzuziehen, ich weiß nicht. Talentpunkt, wo geben wir den ab? Kendo, Bombarder. Ja, wir geben Bombarder. Genau, das ist gar nicht mal so verkehrt. Dann haben wir den richtig, dann haben wir den ordentlich ausgeben. Sammlungen. Was haben wir hier? Ja, wir haben das, wir haben das. Ausrüstung. Wir haben nichts Neues dazu gekommen, was sich lohnt, oder? Der ist nicht bekannt. Okay. Müssen auch wieder Zeug verkaufen, sehe ich gerade. Das werde ich aber offline machen, also. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal zum Raum der Wünsche jetzt und werden mal dort gucken, dass wir die Einhornstatue aufstellen können. Und ich würde gerne. Hallo? Danke. Wo stellen wir die denn hin? Wo stellen wir die denn hin? Hier, es wäre schön, wenn der andere Seite mal den Raum auch aufsperren würde. Ich werde jetzt nochmal einen der Tische auch umändern. Den da. Den werden wir jetzt mal absammeln. Topf leeren. Dann machen wir nämlich da jetzt nicht Diptam, Malven, Araune, Knöterich. Nosa rein. Ja. Weil die können wir jetzt gut gebrauchen langsam. Das machen wir. Hallo? Da. Topf leeren. Und hier würde ich gerne auch nochmal reinmachen. So. Ich sammle hier und ich sammle hier. Jetzt müssen wir mal gucken. Ja, gut, das hat geklappt. Sehr schön. Den machen wir leer. Dann würde ich hier mal Raune reinpacken. Die werden wir eventuell gebrauchen können später. Hier machen wir das Gleiche. Hier weg. Mein Dünger, ja. Sehr schön. Ne, alle Raune sind mit durch. So, hier machen wir aber nur einen jeweils. Wir brauchen nicht so viel, ganz ehrlich. So, dann holen wir noch das da hinten. Würde gerne. Okay. Nein. Habe ich schon gesammelt. Sehr schön. Dann würde ich gerne hier nochmal identifizieren. Schlechter. Schade. Das war schlechter. Dann
immer noch hier schnell weg. Sehr schön. So, machen wir jetzt noch eine Aufgabe oder beenden wir hier? Nee, Quatsch, wir wollten ja die Einhornstatue aufstellen. Wo stellen wir dich denn auf? Oh, wenn da vorne noch ein Raum wäre jetzt. Ich denke mal, hier wird noch ein Raum kommen. Okay, wir müssen einmal... Nee, dich will ich nicht, dich will ich. Wir brauchen einmal... hier und dich hier. Das kommt weg. Das kommt weg. Bilder lasse ich, obwohl. Die Bilder machen wir auch weg. Okay, so, dann kommt hier nämlich die Einhornstatue hin, würde ich sagen. So, wo bist du denn? Da ist der Spiegel. Nee, hier ist die Einhornstatue gar nicht. Da, oder? Da. Da ist er doch, sehr schön. Oh, schön. Oh, sehr klein. Wow. Übertreib's. Das ist die größte Größe. Nur weißt du was? Komm. Machen wir das noch weg. Das weg. Das weg. Den weg. Das weg. Das weg. Und das auch. Und jetzt so. So, machen wir hier auch noch eine hin. Sehr schön. Halbwegs okay, oder? Nicht. Ah, der ist weiter hinten. Dann müssen wir hier... wie war das nochmal? Ah ja, gut. Dann nehmen wir so. Daneben so. Weiter hinten. Weiter hinten. Kennst du Irondale? Das Dorf liegt südlich des Schlosses. Die Höhle, die wir für Doran finden sollten, könnte in der Nähe sein. Sehr schön. Ja, schon besser. Okay, dann würde ich aber auch gerne, glaube ich, ein paar Tiere umsetzen. Aber ich würde sagen, war das hier? Nee, da oben habe ich die. Dann mache ich nämlich die Einhörner hier weg. Dick findet, sie haben hier große Fortschritte So, dann machen wir die Einhörner hier weg. Nee, ich passe auf dich auf. Und dann machen wir die Hypogreifen auch hier weg. So, dann lassen wir erstmal nur die Testrale hier. Und packen die Einhörner und die Testrale hier rüber. Die Einhörner und die Griffins hier rein. Ich glaube, die passen nämlich hier ein bisschen besser hin. Den Phönix. Jetzt müssen wir die anderen aber wieder einpacken, fällt mir gerade ein. Jetzt ist alles gut. Einpacken. So, wir möchten dich.
Schwinge nicht. So, dann haben wir hier. Wie sie alle hier stehen. Ja, ihr seid die beste. Beste Gesellschaft für den. Ist fertig mit Fressen? Ja, bist du. Wie sie alle rumstehen. Ja, komm mal her. Du da. Sehr schön. Oh, warte mal. Ist hier andere Nähenfarbe? Aus, oder? Ne, haben alle die gleichen Minenfarbe. Schade eigentlich. Sehr schön. Oh, ist das schön. Ja gut, eigentlich würden wir einen aber besser im Wald passen. Die Hippogreifen passen hier ja hin. Die Einhörner müssten eigentlich eher in dem Wald sein. Du hattest schon. Ja, hab euch beide schon. Sehr schön. Rebellion. Schön. Ja. Was war denn das jetzt gerade? Kommt, bisschen fressen. Kommt her zum Fressen. Ja, ich würde sagen, mit diesen schönen Bildern hier machen wir auch Schluss für diese Folge. Die Einhorn-Statue haben wir gefunden, die wir da schon seit einigen Folgen gesucht haben. Aber glücklicherweise war die da, wo wir jetzt halt die Aufgaben mit Sebastian gemacht haben. Ja, ich bin mal gespannt, was noch alles auf uns wartet. Es ist ja noch einiges zu finden in der Sammlung hier. Man sieht ja hier, da wir haben noch 31 Gegenstände, die wir finden müssen. Wir wissen noch nicht, was hier ist. Ich bin mal gespannt, was uns noch findet. Gut, wir haben ja auch die hier. Hier ist das meiste. Ja, die Einhornstatue. Yay! So, wir haben die wichtigsten Statuen. Thestralstatue und Einhornstatue ist für mich das Wichtigste. Ja. Gut. So. Ja, dann würde ich sagen, war es das für die Folge und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Hogwarts Legacy. Bis dann. Tschüss.